Wie angekündigt, stelle ich euch heute mal mein Smashbook vor, was ich 2015, nein, ich habe es gar nicht 2015 gemacht, aber ich habe die Reise 2015 gemacht. Ich kam tatsächlich erst ein Jahr später dazu, das Buch anzulegen. Und das ist ein quasi fertiges Smashbook, Scrapbook, wie auch immer, von der Firma LaDiDa, von Grand Studios. Und die sind so ähnlich wie die Smashbooks, die ihr vielleicht kennt von K Company. Nur kommen die ohne diese Folie, die zum Reisen eigentlich ganz, ganz praktisch ist. Die kommen aber auch mit einem Stift. Der schreibt auch so ähnlich und der hat auch einen Kleber dran. Und der Vorteil bei diesen La-di-da-Büchern ist, ich weiß gar nicht, ob das bei allen so ist, aber bei diesem ist es auf jeden Fall so, ist, dass hier von diesen Smashbooks von K, ich muss da mal gucken, ja, K & Company, da sind diese Metallringe und das Papier ist da fest drin. Bei diesem hier kann ich frei entscheiden, in welcher Reihenfolge ich die Blätter haben möchte, weil es ein Plastikringsystem hat, das sich öffnen lässt. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Und zwar jetzt ist es schon recht voll, deswegen sieht man es vielleicht gar nicht so gut. Es hat halt so eine kleine, ja, so eine kleine Plasteschiene und dann drückt man das einfach auf und kann dann in der Mitte diese Papiere rausnehmen. Ja, so. Und warum habe ich kein Midori genommen, um meine Reise zu dokumentieren? Das hat zwei Gründe. Ich liebe ja Midoris, aber ich habe sie erst nach dieser Reise entdeckt. Und dementsprechend konnte ich natürlich auch keins mitnehmen. Zum anderen wäre es auch nicht also möglich gewesen. Ich habe ja das nur nachträglich gemacht. Dann hätte ich das natürlich ins Midori machen können. Aber ich hatte zum einen zu viel Zeug, was ich da reinmachen wollte. Auch Zeug, das einfach ein kleines Midori-Heft gar nicht aushält. Also ich zeig mal, das ist schon ganz schön dick. Ja. Und zum anderen, so eine weiße Seite kann manchmal ganz schön abschreckend sein. Und als ich dieses Buch hier gemacht habe, ja, da war ich noch nicht so richtig drin im Dekorieren und da hatte ich gerade erst angefangen. Und ja, da hat man doch Respekt vor so einer ganzen weißen Seite und weiß nicht so richtig, was man hinmachen soll. Und ich konnte mich auch gar nicht mehr an so viel erinnern von der Reise, also nicht so explizit, dass ich jetzt dazu groß gejournalt hätte. Und da dachte ich mir, es wird einfach ein Buch mit, also so eine Art Fotoalbum, nur ein bisschen aufgepeppt. Und so habe ich jetzt dieses Travel Journal gemacht von London. Und ich war 4 Wochen in London. Und ich glaube, wenn man 4 Wochen in einem Midori quetschen will, vielleicht habt ihr da ja Erfahrungen und habt das schon mal geschafft. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann mehr als ein Heft wird und man dann doch ganz schön ein dickes Ding so mit sich rumschleppt. Und deswegen das nachträglich. Und hier in diesem Ladida-Smashbook. Ja, und da habe ich erstmal vorne von dem Cover eine Postkarte ganz normal draufgeklebt, ein bisschen den Rand mit Washi-Tape verkleidet, Sticker und diese Tube-Map draufgeklebt und ein Penny. Hier ist eine Stiftschlaufe, da ist halt normalerweise dieser Glue-Stick drin mit einem Schreibstift dran. Und den brauche ich da ja jetzt gar nicht mehr drin. Den habe ich auch so nicht so benutzt, weil der sehr durchgeblutet hat durch das Papier. Also obwohl es zueinander gehört und das Z kommt, ist der Stift für das Papier nicht geeignet. Also würde ich euch nicht empfehlen. Was ich da jetzt dran gemacht habe, ist von Harry Potter, vom letzten Teil, dieses Medaillon, eigentlich vom vorletzten Teil, die Fans sind gerade alarmiert, da ist nichts drin. Man kann es aber öffnen. Und das ist halt dieser Horcrux. Ja, den habe ich auch in London gekauft, deswegen hier als Erinnerung dran. Ich habe auch den Zeitumkehrer, aber ich dachte, so viel Bammeln wäre nicht rum. Und dann fangen wir mal an. So, und zwar habe ich hier diese Innenseite mit einer Tube-Map nochmal vollständig zum Ausklappen dekoriert, ein paar Stickern. Von dem Kofferband, das man immer bekommt, damit der Koffer weiß, wo er hin soll. Das habe ich auch reingeklebt. Das finde ich immer ganz dekorativ. Und für die Münzen, ich habe nämlich das gesamte britische Kleingeld
Pfund und so weiter mal in kleine Täschchen gebastelt. Das war gar nicht so leicht, aber es war halt eine Friemelarbeit. Ansonsten hat es echt Spaß gemacht, habe mir da so eine kleine Vorlage zu gemacht und habe das dann rausgeschnitten aus einer ganz normalen Klarsichthülle, A4 Klarsichthülle, und habe das dann so verklebt. Und jetzt sind das halt kleine Taschen und ich kann die auch oben rausnehmen. Also wenn ich mal ganz knapp bei Kasse bin und meine Pfund eintauschen muss, dann weiß ich ja, wo sie sind. Genau. Und ich habe hier mal die Gesichter von den Leuten. Ich habe da keine Genehmigung, die irgendwie zu zeigen. Deswegen habe ich die weggemacht. Und ja, ich war da in London in einer Gastfamilie. Und das war quasi die Mutter, die war gebürtige Inderin, und die Tochter, die waren beide super nett und ich habe mich da auch ganz wohl gefühlt mit denen. Und die haben super gut gekocht, also super leckeres indisches Essen. Ja, super, also so viel Glück muss man haben. Ja, und dann habe ich das halt so zum Aufklappen gemacht und halt da was zu hingeschrieben. Ja, das war jetzt die Adresse. Genau. Mein Zimmer, das habe ich mir geteilt, noch mit einem anderen Mädchen. Wir sind da über das Erasmus-Programm hin, während unserer Ausbildung. Und das war übrigens mein erster Flug. Ja, mit 24 Jahren bin ich das erste Mal geflogen. Ja, sehr aufregend war das für mich. Genau, hier habe ich noch gedacht, oh, du hast so wenig Platz und du hast so viele Fotos. Und dann habe ich halt ganz viele auf eine Seite geklebt und habe dann hier kleine Tabs ran gemacht. Ja, da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil es halt die Wohnung ist von der Gastfamilie, wo ich war, und das Essen, was sie gekocht haben, so für mich als Erinnerung. Interessiert euch wahrscheinlich sowieso nicht so. Genau. Und es war wirklich extrem kalt. Ich war da im Januar, Februar. Und die Häuser sind einfach so schlecht gedämmt und von so schlechter Bauqualität. Die Heizungen waren brütend heiß, wirklich. Und es war innen drin, waren zwar 17 Grad, und ich habe mit zwei Pullovern irgendwie geschlafen. Das war ziemlich krass. Das nächste Mal im Sommer nach London, merke ich mir. Genau, und dann kommen jetzt so die typischen Sightseeing-Bilder, also diese lange, lange Tunnel, den man durchfährt, um überhaupt zu der U-Bahn zu kommen. Und dann sind da ja noch so eine Rollbänder, damit man es nicht so weit von einer zur nächsten Station hat. Dann natürlich Big Ben, Tower Bridge, alles, was so dazugehört, habe ich natürlich nicht ausgelassen. Buckingham Palace. Und ja, und ihr seht halt, dass man, also ich habe zwar manche, also gerade diese Seiten hier, sehr voll gehauen, aber man muss es halt gar nicht machen, weil man einfach schon einen schönen Hintergrund hat. Und es würde auch reichen, einfach nur ein Bild hinzumachen oder so. Man kann auch die ganze Seite vollkleben. Es ist einem halt komplett selber überlassen. Aber wenn man halt was freilässt und hier zum Beispiel nichts hinschreibt, hat man trotzdem einen schönen Hintergrund. Und das hätte man jetzt mit einer weißen Seite natürlich nicht so. Ja. Und so habe ich dann immer versucht, also ich habe auch die Seiten 50.000 Mal ausgetauscht, damit die irgendwie ein bisschen zu dem passen, was ich da vorhatte auf der Seite. Und das waren auch so meine Anfänge, wie gesagt, vom Dekorieren. Ich habe zum Beispiel so eine Pads benutzt, die gibt es auch von Ladida, die gibt es auch von Smash, von der K, was auch immer, Company. Und ja, die sind vom Prinzip her, setzen die so ein bisschen Project Life Karten. Und das habe ich halt auch zum Dekorieren mitgenutzt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde. Werde ich dann wahrscheinlich im Sommerurlaub erst sehen, wie das dann wird. Ja, man entwickelt sich ja doch ein bisschen weiter, wenn man immer wieder dekoriert. Ja, und hier, da habe ich zwei große Postkarten auf eine Seite mit Washi-Tape verklebt und habe dann auf der Innenseite die ganzen Kassenbons aufgeklebt, die ich so, also alles, was ich da so eingekauft habe. Und ich habe da viel eingekauft, aber ich war da ja auch eine Weile, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ja. Hier auch nochmal, ganz Bild. Also auf der anderen Seite auch nochmal und dann hier nochmal eine Postkarte. Ja. Und dann hatte ich meinen 25. Geburtstag gefeiert. Und ja, zwei liebe Freundinnen, die mit waren, die haben mir einen Geburtstagskuchen gebacken und abends war ich dann mit noch zwei anderen Freundinnen im Pub. Und wir haben Burger gegessen und natürlich Guinness getrunken. Das war auch sehr schön.
Ja, das war so meine Seite. Also wenn ich immer denke, ach, England, dann denke ich automatisch an Harry Potter. Und ich bin halt ein sehr großer Harry Potter-Fan und wollte halt unbedingt auch ans Gleis 9 Dreiviertel und habe dann irgendwie festgestellt, so ein richtiges 9 Gleis, also ein Gleis, das, oder halt die Plattform zwischen 9 und 10 irgendwie existiert gar nicht. Es war sehr traurig. Aber für Fans hatten sie da was eingerichtet. Wenn man da ein Foto will, kostet das irgendwie 20 Pfund. Jedenfalls war es so, als wir da waren. Das war es mir echt nicht wert. Also, und die Schlange war auch ultra lang. Und dann habe ich mich einfach an eine Wand gelehnt von einem anderen Gleis. Aber naja, also sieht ja irgendwie alles gleich aus. Ja, in London gibt es auch diese kleinen Boxen von allen möglichen Serien und was nicht alles. Also auch von Doctor Who und sowas. Und da sind dann immer kleine, ist ein kleines Stickerbuch drin und dann halt ein Accessoire oder was auch immer. Also es gibt zum Beispiel auch noch die Hedwig-Eule, einen Zauberstab und so von Harry Potter. Ich hatte mich jetzt entschieden halt für den Zeitumkehrer und für das Medaillon. Dann hatte ich mir genehmigt Schokofrösche und ja, da sind dann auch diese Karten drin. Und ich hatte Hagrid und Albus Dumbledore, habe ich mich sehr drüber gefreut. Zwei sehr liebe Menschen aus der. Ja, und das hier zum Beispiel, jetzt muss ich das mal rausnehmen hier, so eine kleine Klebetasche, die hatte ich mir auch gekauft. Ich glaube sogar von Dalida direkt. Und da passen die halt auch perfekt rein. Also ich hatte der Vorführeffekt, dass ich das jetzt hier gerade nicht so reingefummelt bekomme. Aber rein theoretisch passt das da voll gut rein. Ja, und dann hatte ich mir aus dem Internet und ich habe echt überlegt, woher. Ich weiß es nicht. Ja, also müsst ihr mal googeln, aber es gibt so eine selbst ausdruckbaren Faltkarten, die gibt es auch noch in größer, aber hier passt halt diese kleine so gut rein. Und das ist halt, ja, die Karte des Rumtreibers, beziehungsweise meine Version davon, also nicht meine persönliche, denn ich habe es ja nicht gemacht. Ich guck mal gerade, da vielleicht irgendwo, hier steht was. Da, bei Britta BLVD. Was auch immer. Britta, ja. Wie gesagt, googelt einfach mal. Ihr findet da bestimmt irgendwas. Ich glaube, ich hatte das damals über Pinterest gefunden und hatte mich da auch total drüber gefreut und wollte das unbedingt gleich nachbasteln. Total sinnfrei, wusste ich ewig nicht, was ich damit mache. Aber ich habe ja Gott sei Dank dieses Buch gebastelt und diese Seite so dekoriert, wie sie ist. Und habe dann das da reingeklebt. Und ich finde, das passt ja auch perfekt irgendwie zu der Seite. So. Ja, seht ihr, jetzt geht die Tasche nämlich ab. Das ist halt, ja, das ist halt der Vorführeffekt, wenn man das mal live zeigt. Manche Seiten habe ich dann wirklich leer gelassen, quasi leer gelassen. Ich habe in London ein Praktikum gemacht, in einem kleinen Bio-Supermarkt oder Bio-Regionalmarkt. Und das war wirklich total schön. Die Kollegen waren so nett und also auch mein Chef, es war wirklich toll, also da hat man gerne gearbeitet. Und ja, es ist so The Things I Love. Und dann hatte ich halt hier das Foto und auf der Rückseite noch eine kleine Project Life Karte. Ja, und dann habe ich geschenkt bekommen von meinen lieben Kollegen eine Karte zum Abschied und noch ein Geschenk. Ein Buch über Kentish Town, die Gegend, wo der Laden war. Und diese Karte habe ich halt in dem Originalumschlag einfach mal damit rein gemacht, habe ich gelocht und halt so eine Nieten, heißen die so, ich weiß es gar nicht, drumherum gemacht. Und die kann man jetzt einfach normal hier rausziehen und dann kann ich mir angucken, was mir meine lieben Kollegen zum Abschied geschrieben haben. Und das waren halt, also das Praktikum ging 3 Wochen. Und ja, und trotzdem in der Zeit ist man sich irgendwie so nah gewesen, keine Ahnung. Das hatte ich hier in Deutschland auf Arbeit leider noch nie. Also es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ja, und dann hatte ich halt von der Zeitung noch was eingeklebt. Da gibt es den London Evening Standard. Und ja, den gibt es gratis. Und ich habe den immer auf dem Weg nach Hause von der Arbeit gelesen, dann in der Bahn, weil man hat dann doch schon mal länger in der Bahn gesessen. Die Wege in London sind immer sehr lang. Und ja, noch eine Fahrkarte und halt die Adresse von dem Shop Earth Natural Foods. Da war ich drin. Also der ist wirklich total toll, wenn ihr mal in London seid und jetzt nicht unbedingt zu Sainsbury's oder so laufen wollt.
Die haben richtig, richtig auch leckeres Mittagsangebot. Nur so als Tipp. Genau. Ja, dann geht's weiter mit Sightseeing. Wir waren auf dem Piccadilly Circus und ja, sind da irgendwie in so einer, ich weiß nicht, ich habe Chinatown geschrieben, war auf alle Fälle ziemlich asiatisch angehauchte Gegend. Sehr, sehr hübsch. Also wir waren Gott sei Dank auch abends da und konnten dann diese Lichter genießen und das kriegt man ja mal mit Fotos irgendwie gar nicht so eingefangen. Ja, und dann habe ich noch in irgendeiner Ecke einen Spielzeugladen entdeckt, der so auf Dschungel gemacht war und die hatten total süße Stofftiere und ich liebe ja Affen. Wirklich, wirklich sehr. Und sie hatten so viele verschiedene Affen- und Gorilla-Stofftiere. Wenn ich in normalen Laden gehe, dann finde ich halt maximal einen Affen und der ist dann vielleicht auch gar nicht so hübsch. Aber die hatten so viele, oh, ich hätte alle mitnehmen können, wenn ich die nicht irgendwie wieder zurück nach Deutschland hätte bringen müssen. Oh, war sehr begeistert. Ja, und dann noch ein hübscher Brunnen und natürlich M&M World, wo ich nichts gekauft habe. Nicht einen einzigen M&M, weil sie so teuer waren, dass ich, ja, also da bin ich dann doch ein Pfennigfuchser. Wenn ich es irgendwo günstiger kriegen kann, dann mache ich es dann doch nicht. Ja, und dann zur Halbzeit hat mich dann meine Freundin besucht und wir sind für ein Wochenende in ein Hotel gegangen, damit ja meine Gastfamilie, die hatte ja schon noch eine zweite da und ja, da wollten wir sie dann auch nicht mehr mit belasten. Und von ihr habe ich zum Beispiel ein Affenstofftier bekommen, hier noch ein groß, weil ich ja Geburtstag hatte und da habe ich mich sehr gefreut. Und ja, ich finde, es ist eins der schönsten Seiten. Also allein diese Rosen finde ich total hübsch und da habe ich dann mit dem Stift, der zu diesem Buch dabei war, halt ein bisschen was in die Rosen reingeschrieben. Und ja, wie mir das, also das, wie das gelungen ist, das gefällt mir mit am besten von diesem ganzen Buch, muss ich sagen. Und zwischendurch, also wenn mir dann nochmal was eingefallen ist, was wir da gemacht haben oder so, und ich habe da lange nachgedacht und sie dann auch nochmal gefragt, da habe ich das aufgeschrieben. Also, wenn mir was eingefallen ist, habe ich dann doch nochmal wirklich gejournalt. Ja, genau. Und wir waren dann ja, unterwegs, haben uns halt die Stadt ein bisschen angeguckt und ja, war wirklich, wirklich lustig. Und sie ist ein großer Fan von Sherlock Holmes und dann waren wir natürlich in der Baker Street und ja, da gibt es auch ein Museum, da waren wir nicht drin. Hier ist das Haus von Sherlock Holmes. Ja, ich weiß nicht, warum wir da nicht drin waren, ehrlich gesagt. Ist schon so lange her, ich bin extrem vergesslich, deswegen schreibe ich mir Sachen auch auf. Was man hier ganz gut erkennen kann, ist, dass mir ein Ring rausgebrochen ist. Und das, ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass dieser Anhänger, den hatte ich zuerst hier reingefädelt, und zwar an der Stelle, wo die Harry Potter Seite ist. Und das ließ sich dann immer so schwer umblättern und irgendwann ist dann einfach von der einen Seite das Ding rausgebrochen. Und dann habe ich versucht, das zu kleben und das ging nicht. Und damit ich überhaupt noch blättern kann, damit halt nicht jedes Mal irgendwo eine Seite hängen bleibt, habe ich dann das zweite auch noch rausgebrochen. Und jetzt lässt sich wieder blättern und ich habe daraus gelernt und das Ding halt rausgenommen. Ja, hier wieder auch nicht so viel, aber der Hintergrund, also total hübsch. Ich finde, da fällt einem auch immer was zu ein, was man da irgendwie mit dieser Seite machen kann. Genau. So, dann war meine Freundin wieder weg und ich bin dann mit einem Mädel, das mit mir dahin gefahren ist, nach Cambridge, einen Samstag und es war auch viel zu wenig Zeit. Wir wollten uns halt die Uni da angucken und hatten natürlich überhaupt keinen Plan, wie irgendwie, ich habe das Gefühl, es war schon irgendwie die ganze Reise so, dass ich keinen Plan hatte, was man eigentlich so machen kann in London und Umgebung und immer so auf, also spontan irgendwo hin bin. Ja, das war ganz gut auf der einen Seite, weil man nicht so enttäuscht wird, wenn irgendwas nicht gelingt, was man sich vorgenommen hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man dann nachträglich feststellt, was man alles hätte machen können und das irgendwie verpasst hat, weil man das nicht wusste, das ist schon echt ärgerlich. Naja. So, wir jedenfalls ohne Plan nach Cambridge und gleich am Anfang shoppen gewesen. Das ist übrigens das Hütchen, das war so eine Aktion, das habt ihr hier in Deutschland vielleicht auch mitbekommen, von so Smoothies. Da, die hatten alle kleine Mützen und da hat man, glaube ich, irgendwas mitgespendet, wenn man das gekauft hat. Und ich hatte mir so ein, am Bahnhof in King's Cross
einen Smoothie gekauft für die Fahrt und habe die Mütze aufbewahrt, weil ich habe keine Ahnung, was man mit so einer kleinen Mütze sonst machen soll. Und sie hat mich einfach an diese Fahrt erinnert und deswegen habe ich die damit reingemacht. Auch so eine Sache, die in Midori übrigens total sprengen würde. Ja, und dann hatte ich mir einen Pullover gekauft und einen Block und einen Beutel und was nicht alles. Und das gleich am Anfang unseres Tages. Und das war so doof, weil ich den ganzen Mist mit mir rumschleppen musste. Aber man lernt auch da aus seinen Fehlern. Nächstes Mal nicht mehr. Ich habe diese tolle Pop-Out-Map gefunden. Die war klein und süß. Und ich finde, die passt auch zur Größe von Cambridge. Das kann man nämlich alles zu Fuß erlaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Und um solche Karten, die ich dann halt auch gerne mal rausnehme, weil hier hinten steht zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten drin, mit den Nummern, die dann hier an den Karten sind. Und das will man dann ja vielleicht sich nochmal angucken, vielleicht fahre ich ja nochmal hin. Und deswegen hatte ich so eine kleine Tasche. Und diese Tasche habe ich tatsächlich aus einem ganz billigen Discounter und aus dem Kick, glaube ich, aus dem Kick oder Teddy. Da gucke ich halt auch immer nach, was es da so gibt. Und das kann man sich aber, vom Prinzip her ist es ja nur eine Ecke. Das kann man sich auch mit jedem Scrapbooking-Papier, also jedem stärkeren Papier auch selber machen. Und ja, das fand ich eigentlich eine schöne Idee. Genau. Mehr Postkarte und Klimbims. Mir gingen so ab hier ungefähr die Ideen aus, wie ich meine Seiten dekorieren kann. Und auch so ein bisschen das Material, das ging mir aus. Ja, außer die Fotos, die hätte ich ja Gott sei Dank noch. Ja, mehr Cambridge. Es ist links auch total kalt, deswegen haben wir keine von diesen Gondelfahrten da gemacht, die beliebt sind. Ja, hier wieder so eine kleine Tasche. Das sieht irgendwie aus, als würde es dazugehören. Ja, deswegen, ja, waren wir im Trinity College, wo auch wieder die große Halle ist von Harry Potter. Da habe ich mich natürlich tierisch drüber gefreut. Jupp. Ja. Und ja, es war halt Anfang Februar, am 7. oder so, und der Rasen war so grün wie im Hochsommer. Ich habe keine Ahnung, was sie darauf machen. Wahrscheinlich will man das gar nicht wissen, aber sehr grün, sehr hübsch. Sehr, sehr schöne Gebäude. Und es war einfach urstkalt. Dann waren wir noch in ein paar kleinen Museen und das ist halt das, was ich meine, wenn ich sage, wir hatten keine Ahnung, was wir machen wollen. Wir sind dann immer in diese Museen reingegangen, die dann gratis waren. Da stand dann auch dran, irgendwie for free, und wir sind da rein und heißt es, eine der größten Fossiliensammlungen der Welt. Es gab es auf Deutsch, diese Prospekte. Und dann waren das halt haufenweise winzig kleiner. Für mich war das Dreck und Steine. Ja, wer da drin Fossilien sieht, toll. Aber es war letztendlich irgendwie für Erwachsene nichts. Es war, ach, keine Ahnung. Wir wussten halt irgendwie nicht mehr so richtig, was wir da machen sollen. Haben dann irgendwann rumgesessen und uns die Landschaft angeguckt. Ja, da gab es halt berühmte Absolventen und eine riesen Absolvententafel. Und ja, Newton und Francis Bacon waren da. Die beiden habe ich fotografiert. Das war gerade da, wo ich rein durfte, weil ich ja bezahlt hatte. Man musste für vieles extra bezahlen. Und ja, inzwischen müsstet ihr ja wissen, dass ich da echt sparsam bin bei so einer Sache. Obwohl ich halt irgendwie denke, so im Nachhinein bei so Reisen sollte man nicht sparen, wenn man halt diese Erfahrung, die hat man dann halt fürs Leben und das ist dann ganz toll und dann kann man sagen, man hat es gesehen. Habe ich halt nicht gemacht, habe halt gespart, habe halt nichts gesehen, außer das. Ist halt so. Jo. Genau, und die halt die Fahrkarte aufgehoben. Also alles, was man so auch an, wieder an Kassenbon, was man so findet, ja, vielleicht kann man das noch verwenden. Ich habe jetzt auch nicht alles reingemacht, aber doch sehr, sehr viel. Auch Sachen, wo ich vorher gar nicht sicher war, ob ich das verwenden kann, wie zum Beispiel diese Mütze oder so. Aber ich bin da ein echter Sammler und ich finde nachher, wenn man das alles auf eine Seite klatscht, dann sieht es trotzdem irgendwie gut aus. Und es erinnert einen halt auch noch Jahre später, wie das war. Und dann war ich auf dem Highgate Cemetery mit einer Freundin und meiner Tauschschwester. Nee, wie heißt das? Naja, mit der Tochter halt von der Gastmutter. Genau, und dieser Highgate Cemetery, da hatte ich von Audrey Niffenegger das Buch Die Zwillinge von Highgate gelesen und das war wieder so eine Sache, da wusste ich dann gleich, da will ich hin, da ist das und so weiter und dann sind wir da hin und da ist übrigens auch das Grabmal von Karl Marx, wen es interessiert, und da gab man uns dann diese kleine Gratis-Map,
Und weil da hinten auch wieder Sachen draufstehen, wieder so eine kleine Tasche. Und ja, jetzt seht ihr auch, warum ich mich für dieses Buch entschieden habe. Ich habe erst überlegt, nehme ich jetzt dieses Lalida oder nehme ich jetzt dieses Smashbook für diese Reise. Aber diese Seite hat so gut gepasst zu diesem Friedhof, ja, dass ich mich für dieses Buch entschieden habe. Übrigens rutscht das hier mal so ein bisschen raus. Und ich habe als Trick, das könnt ihr bestimmt gar nicht sehen, aber so eine kleinen durchsichtigen Fotoecken, die gibt es bei DM zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es die bei Rossmann gibt. Aber die sind total praktisch, weil man dann, ohne dass man noch groß was, also die Seite verkleben muss, dass man nachher den Hintergrund nicht mehr sieht, kann man das einfach einhaken und schon hält das halt super. Also so mal für Prospekte und das ist auch gut fürs Midori. Ist ein guter Tipp. Ja, dann sind wir noch weitergegangen und dann habe ich ein Grabmal gesehen. Das ist auf diesem Foto schon schlecht zu erkennen. Deswegen glaube ich, dass ihr das mit der Kamera auf dem Foto erst recht nicht erkennt. Aber da war ein Grab und das hat mich schon wieder, und ich weiß, ich nerve, aber an Harry Potter erinnert. Weil auf den Steinen, also es war hier und da war ein Grabstein und dann war so eine Betonplatte und auf dieser Betonplatte waren halt Kreise. Und auf diesen Stein war halt ein Dreieck mit einem Strich durchgezogen. Der war, glaube ich, ein bisschen länger als das Dreieck. Ja, also quasi komplett einmal durchgezogen und dann darum ein kleines Dreieck. Und, hä, also, ne? Heiligtümer des Todes, ich sag ja nicht viel. Hat mich daran erinnert. Ja, und dann sind mir noch ein paar ulkige Sachen aufgefallen. Zum Beispiel war da mitten auf der Straße so eine Katzenstatue, die eingezäunt war. Und dann gab es da so einen Code, den man scannen konnte. Und wenn man das gemacht hat, dann hat eine Katze miaut. Keine Ahnung warum, aber ja, gut. Witzig, schön. Und diese kleinen Huckel auf der Straße, damit die Autos langsamer fahren, die heißen da halt Alligatorzähne. Und dann hatte ich halt nur dieses Warnschild gesehen mit einem kleinen Alligator drauf. Fand ich auch sehr witzig. Hatte ich dann fotografiert und reingeklebt. Und dann war auch schon mein letzter Tag und da war ich dann nochmal, dann habe ich den London Stone gesucht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Legende von dem London Stone kennt. Solange der da liegt, soll die Stadt blühen und so weiter. Und ich dachte, ach, na, wenn es so ein wichtiger Stein ist, dann findest du den auch. Und ich habe ihn nicht gefunden, obwohl mir Google Maps gesagt hat, hier genau, du stehst genau davor und ich habe ihn nicht gesehen. Und da bin ich schon 500.000 Mal an dieser Straße hoch und runter gelaufen, dachte mir, irgendwo muss doch dieser Stein sein und habe schon überlegt, ob ich irgendjemand frage, wo der denn sein könnte, bis ich dann drüber gestolpert bin. Der war auf Kniehöhe eingelassen in so ein Gitter. Also es war so ein vergittertes Fenster und zwischen diesem total alten, rostigen Gitter und diesem Fenster lagen bergeweise Dreck und Kippen und was nicht alles. Und die Scheibe war total dreckig und zwischen Scheibe und Stein war dann nochmal ein Haufen Dreck. Total enttäuschend. Also, falls ihr mal den London Stone suchen wollt, lohnt sich nicht. Aber die Passanten haben sich tierisch drüber gefreut, dass ich dann da auf der Straße gehockt habe mit meiner Kamera und versucht habe, ein Foto von dem London Stone zu machen. Ach ja, und dann war ich noch beim Tower of London. Und das ist auch so eine Sache. Ich wäre ja super gerne reingegangen, als ich da war. Ich hatte leider überhaupt nicht so viel Zeit an meinem letzten Tag, weil ich auch noch packen musste und so weiter. Und wollte eigentlich nur noch mal kurz eine Tour machen. Und das hat mich wahnsinnig geärgert, weil als ich da war, ich wollte so gerne reingehen. Ich hätte die Zeit sehr, sehr gerne genutzt. Und ich war einfach nicht vorbereitet auf diese Reise. Also gar nicht vorbereitet. Ich hatte nicht mal irgendwie einen. Doch, ich hatte einen Reiseführer. Ich glaube, ich habe ihn nicht gelesen. Also sehr dämlich halt, ne? Eigenes Verschulden. Aber allein schon außen war es halt wunderschön. Und ja, und die Tower Bridge war so das erste Highlight, das ich gesehen hatte. Und auch das letzte. Also da habe ich quasi meine Sightseeing-Tour beendet, bin dann nach Hause gefahren, habe Koffer gepackt und ja, habe mich verabschiedet. Genau, und hier habe ich jetzt ein Foto auf dieser Seite, das ein bisschen über die Seite hinausgeht. Könnt ihr das sehen? Ja, das war dann nochmal ein Abschiedsselfie von meiner Gastmutter, meiner Gastschwester und meiner Zimmermitbewohnerin. Ja, nochmal die Karte.
Dann, und ich mag halt immer diese 3D-Effekte total gerne von Filz oder was ist das, Schaumstoffbuchstaben. Jo, und dann hatte ich meinen Koffer gepackt und der war sowas von voll. Ich durfte 20 Kilo mitnehmen, habe 19 Kilo drin gehabt, war sehr stolz auf mich, dass ich das irgendwie geschafft habe. Ja, und dann war ich auch schon wieder am Flughafen und das ging dann doch schneller, als ich erwartet hatte. Erst hatte ich ja ein bisschen Bedenken, wo ein Monat im Ausland, vorher noch nie verreist. Okay. Aber es ging dann doch alles sehr, sehr gut und alles sehr schnell vorbei. Und dann war man doch sehr traurig, als dann irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, da steht's, Berlin dran stand und dann ging es zurück. Aber ich bin zurückgekommen am Valentinstag 2015 und meine Freundin hatte dann schon Essen und Wein auf dem Tisch und so. Als ich dann ankam, hat mich natürlich abgeholt. Also nicht ganz gleich auf dem Tisch gehabt, aber ich habe mich total drüber gefreut. Ja. Und das Gute an diesen Smash-Büchern und Bladidas und was nicht alles, ist, dass die so eine Tasche haben. Und in dieser Tasche habe ich noch einiges Zeug reingesteckt, was ich jetzt nicht unbedingt einkleben wollte, und zwar Fotos, die übrig geblieben sind, die das jetzt irgendwie nicht so reingeschafft haben. Zum Beispiel habe ich den Big Ben einfach 1000 Millionen Mal fotografiert und da haben es dann nur die Hälfte der Fotos reingeschafft und die andere Hälfte dann hier. Dann die Fahrkarte, die Oyster-Card, ist halt so eine elektronische, nein, Chipkarte ist es halt nicht, aber so eine elektronische Karte halt. Und wenn ich nochmal hinfahre, dann kann ich die halt wieder benutzen und da ist auch noch Geld drauf. Und deswegen werde ich die jetzt hier natürlich nicht einkleben, weil ich sowieso vorhabe, nochmal wieder nach London zu fahren und mal Hallo zu sagen zu meinen Kollegen und so. Und dann habe ich noch eine Karte da drin, die auch ganz praktisch ist, weil sie halt das ganze Netz in England zeigt, so um London rum. Und dann habe ich noch die Tüten eingepackt, in der die Schokolade verpackt war, die meine Arbeitskolleginnen mir zum Abschied geschenkt haben. Und die haben dann halt immer noch so ein bisschen was Süßes draufgeschrieben. Also auch wieder eine Sache, die ich halt einfach nicht wegwerfen kann. Ja, und dann ist es doch praktisch, wenn man halt diese kleine Tasche hat und das alles so reinquetschen kann. Und ja, dann hat man halt noch was zum Anfassen, ne? Wenn man sich mal wieder an seine Reise erinnern möchte. Genau. Und ich habe jetzt hier hinten nichts mehr drauf gemacht. Ja, Grand Studios. Und das war meine Reise nach London. Vielleicht hat euch das ein bisschen inspiriert. Diese Bücher sind, die habe ich gekauft bei Dani Pois. Die hat da eine ganz gute Auswahl und auch gute Preise dazu. Die gibt es auf anderen Seiten deutlich teurer, also auch auf eBay deutlich teurer. Da würde ich euch eher empfehlen, halt mal bei Dani Pois reinzugucken. Und das war's. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Das wird dann wahrscheinlich wieder ein Midori-Video sein. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wiedersehen!